Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Avengers Alliance 2. So, es geht weiter mit unserem grandiosen Dream Team, Team Cap. Vorher machen wir noch kurz diese Energiezelle hier auf, die wir geschenkt bekommen haben. Einfach nur, weil die Zeit um war. Sehr schön, das brauche ich. Ich möchte ja noch Elektro hochziehen, ne? Wisst ihr Bescheid? So, wir gehen weitermachen in Kapitel 2, Mission 1. Und wir hätten die Wahl, zu Blizzard zu gehen, den kennen wir aber schon. Darum machen wir jetzt zwei normale Kämpfe über AIM und gehen dann hin zu Blizzard. So, wen nehmen wir mit? Der hier wäre doch eine super Idee. Der Star-Lord hier, den lassen wir gleich mal drin. Vom Level her perfekt angepasst. Ihr seht, warum ich Level 24 sein wollte. Denn die Gegner, die drei Sterne-Gegner sind auch alle Level 24. Es ist alles mit vertreten, das heißt, es ist egal, wen wir mitnehmen. Also nehme ich doch mal Charaktere mit, die wir noch nicht gesehen haben. Zum Beispiel Cap. Das war's. Cap haben wir noch nicht gesehen. Aber wir können auch mal den guten Winter Soldier mitnehmen. Und ja, das war's. Starten wir doch mal mit diesem Team hier. Cap und Winter Soldier räumen auf und sie haben Unterstützung von Star-Lord. So, Caps taktische Fähigkeit ist absolut genial. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Gedeckt. Schaden durch Angriffe werden mit dem Deckung gegebenen Verbündeten geteilt. Erntet bei Selbstanwendung Deckung von allen... Entfernt bei Selbstanwendung Deckung von allen Verbündeten. Also, es sieht folgendermaßen aus. Wenn wir einen Verbündeten decken, wir können, glaube ich, immer nur einen Verbündeten decken. Das ist ein langer Buff. Vielleicht können wir auch mehrere decken, ich weiß nicht genau. Wir machen das mal als allererstes. Wir decken nämlich den guten Winter Soldier. Wann immer Winter Soldier angegriffen wird, kriegt er nur halben Schaden und die andere Hälfte des Schadens bekommt Cap. Da Cap sehr widerstandsfähig ist, kann er das hinnehmen. Außerdem ist Caps Level 20 Fähigkeit, wann immer ein Verbündeter, der gedeckt wird, Schaden bekommt, oder angegriffen wird mit einem Einzelangriff, kontert Cap. Also er kriegt einen freien Angriff. Ziemlich cool, muss ich sagen. So, wir machen mal Winterzorn auf C. Denn dadurch blocken wir auch noch einen weiteren Angriff. Und wir machen jetzt mal schlaue List auf uns alle. Denn damit hagelt es Bonusangriffe ohne Ende. So, kostenloser Angriff, weil wir mit einem Ease ausgerüstet sind. Und hier seht ihr es, geteilter Schaden, kostenloser Angriff, weil unser Kumpel angegriffen wurde. Und jetzt, weil wir wie Ease ausgerüstet wurden. Es hagelt kostenlose Angriffe, wie versprochen. So, wir benutzen mal nochmal Stellung halten auf ihn hier. Ich teste das jetzt mal. Wir heilen uns und ihr seht es, jetzt er gedeckt, aber er nicht mehr. Ne? Also man kann immer nur eindecken. Greifen wir mal an mit Kunstschüsse auf A. Hat nicht gereicht, aber das ist okay. Wir kriegen einen kostenlosen Angriff und das war's, weil wir wütend sind. So, jetzt machen wir mal Schildzertrümmerer. Wir kriegen noch einen kostenlosen Angriff, weil wir wütend sind. Und wir kriegen noch einen durch Star-Lord wegen Strategie. Und dann greifen wir an mit Salvenschuss. War zwar nicht so effektiv, aber es hat gereicht. So, dann machen wir noch einmal Kunstschüsse auf diesen Gegner hier, denn für ihn reicht es definitiv. Cap ist dran, Cap soll bitte mal den guten Winter Soldier decken, denn er braucht die Deckung am ehesten. Vielleicht auch der andere, aber gut, ist doch egal. So, dann greifen wir mal an mit verzögerter Explosion und dann schießen wir drauf mit Salvenschuss. Kriegt einen kostenlosen Angriff und das war's für ihn. Sehr schön. So, was machen wir jetzt? Wir machen mal Kirschbombe auf alle Gegner. Denn das betäubt sie. Und jetzt greifen wir mal an mit dieser Aktion hier. Bombenabwurf. Die Aktion ist sehr langsam, wird aber schneller, je mehr Vergeltungspunkte wir verschwenden, ausgeben. Und ich möchte euch einfach mal zeigen. Also los geht's. Ein mächtiger Tackle. Und dann machen wir mal hier Winterzorn auf den da. Sehr schön. Und es hagelt weiterhin kostenlose Angriffe. So ist richtig. Und hier auch wieder einer, weil Bucky angegriffen wurde. Und ihr merkt, Cap hat schon großartiges Potenzial. Komm, ich lade jetzt mal nicht nach. Ich greife den mal normal an. Cap hat schon großartiges Potenzial für den PvP-Modus. Machen wir mal kurz das da. Zuversichtlich auf uns. Und dann machen wir mal ausbrechende Combo.
So ein Combo auf die Gegner macht recht viel Schaden. Wir sind zäh und gestärkt. Zäh bedeutet, wenn wir jetzt sterben, bevor wir noch einmal dran sind, dann würden wir so lange überleben, bis wir noch einmal dran sind. Sehr, sehr praktisch. Wir greifen nochmal an. Der Gegner ist gejagt. Das heißt, wir machen mehr Schaden gegen ihn. Das ist super klasse. Kostenloser Angriff. Zurückgestellt. Und wir greifen noch einmal an mit Schildzertrümmerer. Und noch einmal ein kostenloser Angriff, weil wir wütend sind. Und das war's für ihn. Grandios! So, ihr wisst ja Bescheid. Ich ziehe diese Mission durch. So lange, bis wir sie geschafft haben. Und dann werde ich die Fähigkeiten der Charaktere überarbeiten und andere Fähigkeiten zeigen. Und andere Fähigkeitenkombinationen und so weiter und so fort. Ne, wisst ihr Bescheid. So, weiter geht es mit Aim, bevor wir zum Endkampf gehen. Das ist ziemlich cool hier. So, nee, den nehmen wir nicht mit. Schauen wir mal ganz kurz rein hier. Commander Terra, Commander Bunny, okay. Ice Jewel, okay. Gut, vielleicht nehmen wir hier so ein Black Panther mit. Mal schauen. Also, wir nehmen auf jeden Fall einen Vernichter mit. Das ist schon mal gut. Und dann nehmen wir noch einen Prügler mit. Das ist hier Cap. Das ist auch schon mal gut. Und wegen Infiltratoren mache ich mir keine Sorgen. Notfalls wechseln wir halt eben noch Falcon ein. Oder wisst ihr was? Wir haben die beiden gerade zu Genüge gesehen. Wir nehmen einfach mal... wir nehmen Falcon mit. Oder wir nehmen Cap... Wir nehmen Cap raus... Und nehmen hier Falcon mit. So, wir lassen das Team mal so aktuell. Und das sollte ganz gut sein. Jetzt brauchen wir noch irgendeinen Charakter, den wir noch mitnehmen können. Ich schaue mal ganz kurz, ob hier noch irgendjemand ist. Hier, da ist doch ein Electro. King Hole. Oder wir nehmen... Ein Taktiker ist vielleicht nicht so gut. Ja, doch, wisst ihr was? Wir nehmen Electro mit. Electro ist ziemlich gut, denn damit können wir die Leute wegprügeln. Und wisst ihr was? Wir nehmen jetzt hier Cap mit. So, denn Cap ist stark gegen die... Er ist stark gegen die und er ist stark gegen die. Ne? Da haben wir für jeden was dabei. Los geht's! Ja, greift uns ruhig mal an, macher plattfüßig hier. Wir werden auf jeden Fall Electro schützen, denn Falcon muss sich keine Sorgen machen. Falcon kann sich tatsächlich heilen, dank Redwing. So, deswegen greifen wir jetzt mal an mit Kriegshetzer auf irgendeinen von denen. Das Blöde ist nur, dass wir plattfüßig sind, aber die Gegner werden nicht dazu kommen, uns anzugreifen. Wir schicken gleich mal Redwing los auf B. Kostenloser Angriff, sehr schön. Redwing verlangsamt die Gegner außerdem noch. Und dann machen wir mal, was hat er denn hier angelegt? Flankieren, Schockangriff, anfällig und demoralisiert. Das ist sehr, sehr interessant. Das hier, toll, das macht extra Schaden. Trifft einen Gegner, flankieren, geschütztes Manöver, Schwächen ausnutzen. Und das ist eh ein sehr, sehr starker Angriff. Kettenblitz. Komm, wir machen mal Kettenblitz. Auf ihn, los geht's. Trifft zufällige Gegner, wenn aber nur ein Gegner da ist, kriegt er alle Treffer. Und das ist sehr mächtig dann. So, wir greifen wieder an und zwar auf den, gegen den wir stark sind, um die Klassenbonus zu holen. Temposchub, das ist gut. Und dann machen wir mal Schildzertrümmerer auf B. Sehr schön, hat leider nicht ganz gereicht für den Gegner. Geteilter Schaden und jetzt machen wir mal Schockangriff. Das brauche ich eigentlich gar nicht, diesen Angriff. Der ist eigentlich nicht so gut, aber er hat wahrscheinlich keine, also der Commander hier hat wahrscheinlich keine anderen Fähigkeiten. Machen wir mal Kugelblitz. Da haben wir es mal gesehen. Auf C. Oh, sehr schön. Und der andere. Der andere wurde weggesetzt. Das ist ja ziemlich cool. So, dann greifen wir an mit Redwing und sagen mal vollen Schaden auf A. Sehr schön. Den haben wir weggeprügelt. Sind gleich wieder dran und machen Kriegshetzer. Perfekt. Seinen B-Angriff brauche ich nur selten. Also seinen zweiten Angriff. Den von Falcon. Den werde ich gleich nochmal zeigen. Jetzt machen wir mal A. Also Angriff 1 auf A. Auf B. Entschuldigung. Mensch, was rede ich denn da? Den hier. Ne? Den Angriff brauche ich selten. Listiges Manöver und kann Ziel unter Schutz angreifen. Macht Gegner weit geöffnet. Also das ist gut gegen hartnäckige Gegner. Aber die Gegner hier sind jetzt nicht allzu hartnäckig. Zum Beispiel können wir hier wunderbar den da mit Flugkombo wegprügeln. Mit vollen Kombo-Punkten ist natürlich auch entsprechend stark. Wir sind auch gleich wieder dran.
Ja, das ist doch super. Dann schießen wir doch mal. Machen wir das hier. Du seht es, der Gegner ist weit geöffnet. Das heißt, Electro macht jetzt 40% mehr Schaden und hat auch 40% mehr Präzision. Und außerdem macht er mehr Schaden, weil er volle Ladung hat. Deswegen heizen wir den vollen Kettenblitz drauf. Perfekt. Und ihr seht, warum ich Electro in meinem anderen Team mitnehmen möchte. Ich persönlich bin ein großer Fan von Elektrofähigkeiten. So, machen wir das da. Schildertrümmerer. Und dann zeigen wir diese Fähigkeit hier. Schockangriff auf einen. Oh, sehr, sehr stark. Hat den Gegner demoralisiert. Ziemlich cool. Schießen wir mal drauf. Auf den da. Perfekt. Und Redwing macht den Rest mit ihm hier. Und ihr seht es, weil Electro angegriffen wurde, gab es auch gleich einen Konter für diesen Gegner. Machen wir mal Kriegshetzer. Wir haben Tempo, sind zuversichtlich. Und wir können momentan nichts machen, außer Stellung halten aktivieren. Aber wir heilen uns ja dadurch. So, und dann greifen wir an mit Kettenblitz. Auf beide. Er hat reduzierten Schaden bekommen. Er ist, glaube ich, auch ein Elite-Gegner hier oder so. Ne, er ist Elite, der ist stärker. Aber kein Problem für uns. Wir sorgen erst einmal dafür, dass er langsamer wird. Und wenn wir schon nicht viel Schaden machen, dann sorgen wir dafür, dass er weit geöffnet ist. Aber zuerst einmal machen wir Bombenabwurf. Denn Bombenabwurf macht mehr Schaden, je weniger Gesundheit wir haben. Und außerdem macht das 50% mehr Schaden, wenn der Gegner einen physischen Debuff hat. Hat er leider nicht, aber ihr seht es, die Aktion ist extrem schnell, weil wir volle Kombo-Punkte verbrauchen. Los geht's! Bam! Und wir sind sogar sehr schnell wieder dran. Deswegen öffnen wir den Gegner mal weit. Und jetzt werden wir ihn wegprügeln mit ausbrechende Combo. Und das war's. Grandioser Sieg. Übrigens habe ich vor, ein zweites PvP-Team hochzuziehen für die übernächste Saison. Die Saison jetzt aktuell im Juni, die jetzt kommen muss, also Turnier Nummer 6, werde ich mit Daredevil, Iron Fist und Luke Cage bestreiten und die Saison danach werde ich mit diesem Team hier bestreiten. Mit Bucky, mit Falcon und mit Cap, ne? So dieses Hauptteam Cap quasi. Das offensive Team Cap. Denn die gute Agent 13 ist ja eigentlich nicht so offensiv. Den Hintergrundgedanken dieses Teams werde ich euch dann auch noch erklären. Ich denke mal, das Team werde ich so nehmen. So, da vorne ist noch ein Offizier, hochrangig würde ich sagen. Eine Menge Inka-Typen schwirren um ihn herum. Lade visuelle Daten hoch, das ist Fixer. Aim hat ihn kürzlich zum Beitrag, bla bla. Die Abteilung kennen wir schon. Wir machen der E-Reit halber nochmal diesen Kampf. Und ihr seht schon, wir haben nicht genug Energie, aber keine Sorge, ich habe extra 5 Gold aufgespart, um es zeigen zu können. Wir müssen Hank Pym mitnehmen. Leider ist er anfällig gegen Hank Pym, das ist ziemlich doof. Aber wir haben Ant-Man, den wir einwechseln können gegen ihn. Ansonsten nehmen wir einen Vernichter mit, um die hier wegzuprügeln und nochmal einen Tank, um die hier wegzuprügeln. Also laden wir mal hier Bucky ein. Ihr seht es hier, Vernichter schlagen die Leute, ne, die schlagen die. Und die schlagen die. Das heißt, die einzige Gegner, mit denen wir dann im PvP-Team nicht klarkommen würden, wären Taktiker. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie wir das dann am Ende machen. Vielleicht nehme ich auch ein Team aus Ant-Man, Cap und Falcon. Vielleicht mache ich das doch so ähnlich. Naja gut, mal schauen. Jedenfalls starten wir mal rein und ich zahle die 5 Gold gerne, damit wir wieder 100 Ausdauer haben, um weiterzumachen. Los geht's! Also auf jeden Fall habe ich vor, ein PvP-Team aus Team Cap zu bauen. Dafür muss ich aber erstmal mindestens 3 Leute auf Level 30 bekommen und mindestens 3 Sterne sollten sie haben. Dann bin ich in der Lage, Turnier 7 zu bestreiten mit denen. Aber das ist noch in weiter Ferne. Turnier 6 hat zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht begonnen. Es steht noch nicht fest, was die Belohnung ist oder, ne, das ist noch, hat noch gar nicht angefangen. Also, Team 6 steht erstmal fest für Turnier 6 und für Turnier 7 werden wir dann sehen, was wir machen. So, wir werden auf jeden Fall beschützen. Und zwar unseren Winter Soldier wieder. Und dann greifen wir mal an mit Winter Soldier auf einen von denen hier. Ich würde mal sagen, wir werfen mal auf C eine Bombe. So. Und dann schießen wir hier, machen wir schlaue Einfall auf B. Bam, sehr schön, der ist weg. So, schöner kostenloser Angriff. Und dann schießen wir auf C.
Oh, großartiger Schaden. Mir ist gerade eingefallen, wir müssen uns ja keine Sorgen machen. Hier, die Gegner sind ja schwächer. Die sind ein Level schwächer und haben einen Stern weniger. Also um einiges schwächere Werte als die, die letzten Gegner. So, greifen wir nochmal an. Hier, auf ihn. Zack. Und dann laden wir mal nach. Eine kleine Pause. Und machen Schlaueinfall auf den da. Der es leider überlebt hat wegen seinem Schild. Und er aktiviert den Schild wieder. Nicht, dass es ihm irgendwie weiterhilft. Okay, ich nehme alles zurück. Es hilft ihm doch weiter. Aber keine Sorge. Wir machen mal Pimperkiegel auf uns. Und dann greifen wir an mit Salvenschuss. Denn jetzt haben wir ja ordentlich Munition. Geteilter Schaden, wir kriegen einen kostenlosen Angriff mit Cap, weil angegriffen wurde. Und nochmal einen kostenlosen Angriff, weil wir Isus drin haben. Und dann greifen wir an mit Schlauer Einfall. Denn viel mehr Aktionen kann er leider gar nicht, dieser Pim. Außerdem kriegen wir Kombo-Punkte, wann immer er angegriffen wird. Wir halten die Stellung. Und dann werden wir mal angreifen mit Salvenschuss. Und hier ist Welle 4. Sehr schön. Und wieder. Dreimal greifen sie Cap an. Ich hab noch nicht mehr beim Tank-Modus oder sowas in der Richtung. Jetzt greifen wir an. Und zwar A. So, dann machen wir schlauer Einfall auf A. Denn der kriegt Bonusschaden dadurch. Damit haben wir einen weniger von denen. Und dann schießen wir mal drauf auf C. Sehr gut. Und weil die Aktion schnell ist, sind wir noch einmal dran und greifen an B. Und hier ist der Fixer. So, wenn ihr die Storyline um ihn sehen wollt, guckt euch das Let's Play auf normal an. Da habe ich alles vorgelesen. Ansonsten klickt es einfach mal schnell weg. Und dann wechseln wir mal Hank Pym aus, der hier nicht besonders effektiv ist. Und wechseln dafür Admin ein, der besonders effektiv ist. Dann wechseln wir Winter Soldier aus und nehmen dafür Agent 13 mit, von der wir bis jetzt zu wenig gesehen haben. Wir haben ja jetzt von Falcon genug gesehen. Und dann beschützen wir sie. Denn er muss nicht beschützt werden, der Admin, denn Admin ist eh effektiv gegen ihn. So, wir greifen mal an mit Plagenschlag. Gegner ist abgelenkt, das heißt, wenn er uns angreift, kontern wir. Und dann sorgen wir doch dafür, dass er verwundet ist mit der ISO 8-Pistole. Also tickt auch noch Schaden bei ihm. Er greift uns an. Nein, er legt nur irgendwas auf uns. Na gut. Dann verpassen wir ihm mal... Ach, wir haben 100 Erkenntnis. Verpassen wir doch mal überladene Pistole mit unserem Erkenntniszug. So, es hat Schaden auf uns gemacht. Nicht wirklich viel. Achso, wahrscheinlich haben wir den Schaden auch geteilt, weil ich sie ja beschütze. Das ist ja interessant. Das ist ja eine coole Kombo. Und dann springen wir mal mit einem extrem schnellen Angriff, nämlich Bombenabwurf in sein Gesicht. Oh, er ist fast tot. Dann würde ich sagen, zeigen wir doch einmal den Panzer zum Abschluss. Gut, eine Aktion haben wir noch und das wird ausbrechende Combo. Grandios. Ja, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, Luke Cage aus meinem PvP-Team rauszunehmen und dafür Cap reinzupacken. Ganz einfach aus dem Grund, er kann zum Beispiel Iron Fist... Oder er kann zum Beispiel Daredevil beschützen. Ne? Ich wollte so ein Team machen aus Black Widow, Cap und Daredevil. Und er kann Daredevil beschützen, dass Daredevil weniger Schaden bekommt. Weil Daredevil unser Hauptangreifer ist im Prinzip. Ja komm, wir laden den mal ein wieder. Dementsprechend wäre das auch eine ziemlich gute Idee. Er ist auch sehr, sehr schnell. Also er ist viel schneller als Luke Cage. Also ist die Chance hoch, dass er rechtzeitig drankommt, um Daredevil zu beschützen. Und dann noch jemand, der heilen kann. Ne? Wie zum Beispiel Black Widow, die auch Daredevil heilen kann. Oder eben Iron Fist oder so. Der Grund, warum ich Black Widow mitnehmen möchte und nicht Iron Fist, ist der, Black Widow steckt viel mehr ein als Iron Fist, auch wenn Iron Fist besser heilen kann. Aber Black Widow überlebt eher einen Angriff als, oder eine Angriffsserie, als eben Iron Fist. Gegen Iron Fist ist zum Beispiel ein Moonlight effektiv, ne, und gegen Black Widow eben nicht. So, in der nächsten Episode gehen wir hier rein, Waffenrennen, Mission 2 gegen, den Dynamo.
Also, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Episode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik, dann mache ich alles besser. Ihr findet hier meinen Verbündetencode. Wenn ihr mich einladen möchtet, tut es. Ich werde euch nicht rausschmeißen, wenn ihr mir in die Kommentare reingeschrieben habt, dass ihr Zuschauer von mir seid. Denn Zuschauer werden bevorzugt und Leute, die keine Zuschauer sind, die schmeiße ich dann irgendwann aus der Freundesliste raus, weil die Freundesliste dann doch irgendwann mal voll ist. Wie zum Beispiel, Commander Titani ist, glaube ich, auch nicht mehr aktiv. Der steht schon die ganze Zeit auf Level 15, dieser Iron Man hier. Oder zum Beispiel war irgendwo Level 1 Thor mit dabei. Hier, ne? Alitos würde ich auch gerne entfernen. Ich warte mal noch, bis die Freundesliste voll ist. Und dann schmeiße ich eben die Leute raus, die inaktiv sind. Ne? Wisst ihr Bescheid? Also, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich... Ich mache das hier mal zu. Wir wissen, dass wir Max-Stufe sind. Und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss.